Okay. So, herzlich willkommen zu einer Partie Worms Clan Wars zwischen dem Team Gamers Global und den unschlagbaren Ultimas. Ist ja klar, wer gewinnen wird, oder? Genau. Julian hat einen leichten Erfahrungsvorsprung. Was spielen wir denn? Viking, das sieht ja schon mal sehr spannend aus. Spielzeit? Spielzeit ist 30 Sekunden pro Zug, 20 Minuten die gesamte Party. Die werden wir hoffentlich nicht brauchen. Das hoffen wir doch, ja. Ich erwarte natürlich als dein Vorgesetzter, dass ich knapp gewinnen werde. Natürlich, aber ich darf trotzdem anfangen. Soll es kein Druck sein. Also wir haben da diese Besenkammer, ja. Wir nennen sie in Zukunft Postzimmer. Ah, okay. Aber vergiss nichts. Achso, du musst... Ja, ich sehe schon, du machst es dir auch einfach. Oh, wer spielt denn hier gerade? Ja, jetzt spiele ich gerade selbst. Florian Pfeffer. Nee, ja. Julian. Nee, ich spiele gerade. Ja, um Gottes Willen. Viele unbekannte Waffen, aber es gibt noch die Bazooka. Was nimmst du da gerade? Die Bazooka. Und ich versuche mir einfach mal ein Loch reinzuschießen, um deine Würmer nachher zu erwischen. Wir sind jetzt ziemlich geclustert, ob das mal so gut ist... Ja, das ist natürlich Zufall bei Worms. Der spielt da immer eine große Rolle. Okay. Der Zufall spielt eine Rolle. Du willst hier schon dein Versagen. Mit was springe ich denn? Mit X. Mit X? Ah. Du machst natürlich gleich den Salty. Kann ich da... Und B ist Waffenauswahl. B ist Waffenauswahl, genau. Habe ich eine Granate? Also Granaten hast du unendlich viele sogar. Nee, ich meinte eigentlich... Darf ich danach noch weglaufen? Ja. Okay. Du hast, glaube ich, 5 Sekunden. Wenn nicht, doch 5 Sekunden kannst du dann weglaufen. Allerdings, wenn du dich verhakst, ist das natürlich nicht so. Ja, gut. Auch noch unter Wasser, okay. Dass er langsam und schmerzvoll ertrinkt. Ich habe jetzt nicht verstanden, was eigentlich passiert ist. Aber ich habe überlebt und deiner ist unter Wasser und der andere hat Schaden bekommen. Aber du hast auch Schaden bekommen. Ja, würdest du bitte auf Jörg Lange aufpassen? Ja, na klar. Ich gebe besonders Acht auf ihn, deshalb kriegt er jetzt auch die Schrotflinte. Aber das Prinzip ist wirklich aus, dass es viel mehr Waffen sind, wie es vor, was weiß ich, 15 Jahren schon war. Ach, da darf man nach wie vor zweimal schießen. Du hast Lord British verwundet! Ja. Und warum hast du jetzt mich in den Boden eingegraben? Und das weiß ich nicht. Team Groß hat gerade Schaden bekommen. War der auch unter Wasser? Das ist der, der unter Wasser ist. Der kriegt pro Runde 5 Schaden. Warum ist denn der Schamino so fett? Der Schamino ist fett, weil es Klassen gibt. Also, es gibt den Aufklärer, der aktiviert keine Minen. Das sind übrigens diese grünen Fladen auf dem Boden mit dem roten. Was mache ich denn hier? Hat es Lenkraketen oder sowas? Lenkraketen hast du noch keine, ne? Was meine ich? Die werden erst noch freigeschaltet. Okay. Eine Splitterbombe? Warum hast du so wenig Zeit eingestellt? Was kann ich denn überhaupt machen? Ah, nee, schnell. Granate. Übrigens, der Anker, auf dem du bist, ist ein explosives Objekt. Ich wäre also vorsichtig. Okay. Scheibenkleister. Ich wollte, ich hätte mal besser reingezoomt. Okay, aber im Prinzip wie früher, Seiten wild gemischt, 100 Hitpoints. Ach, da unten sieht man es. Genau. Ah, ich führe schon, weil du dich selbst irgendwie... Nein, nee, ich war das du hast mir den Schaden ersetzt hier. Ach, das ist alles verwirrend. Ja, aber jetzt... Und mit was schießt du jetzt wieder? Mit der Bazooka, das ist die Standard. Also ich finde, das ist die... Und wen spielst du gerade? Benny. Ja, Benny, also eigentlich trifft der besser. Eigentlich ist er besser, ja. Aber nee, durch den Sturz habe ich jetzt doch Schaden bekommen. Und wie viele Würmer haben wir? 8? 8, wir haben 8 eingestellt. Der Standard ist eigentlich 4, aber wir wollen ja auch ordentlich was zu. Genau, Schamino, jetzt kommt der Fette hier. War denn Ultima fett? Nee, das ist ein Ranger in Ultima. Ist aber echt schlecht. Ist das hier zerstörbar? Da kannst du nicht mal drauf stehen. Das ist der Hintergrund. Der wird aber mit zerstört, wenn du jetzt deine Bazooka hinschießt. Okay. Ja. Aber also der stört mich jetzt nicht vom Schießen. Nee, der schießt, da geht deine Rakete durch. Da hast du noch 5 Sekunden. Wow. Okay, das hat mal gar nichts gebracht. Also, du hast immerhin 18 Schaden gemacht. Aber der steht auch irgendwo... Ah, da unten, na, guck mal an. Ah ja, da komme ich kaum hin. Was ist denn sonst noch so? Wenn sie sterben, dann sprengen sie sich wie noch, früher um die Luft zu machen. Genau. Ja. Und was waren... Du hast irgendwas von Minen oder zerstörbaren Objekten gesagt? Ja, also es gibt immer noch diese Ölfässer oder diese Sprengfässer. Und es gibt aber auch Objekte, die zerstörbar sind. Zum Beispiel hier unten. Ja. Dieses rote, das müsste eigentlich in die Luft fliegen. Sieht schon so fies aus. Ja. Das hast du aber toll gemacht. Ja, eigentlich hat sogar die Anzeige angezeigt, noch dass ich mich selber erwische, aber... Okay, aber sag mal, du spielst das doch schon seit vielen Stunden. Ja, aber Worms war ich noch wer nicht. Wer bin ich jetzt? Aiolo. Aiolo ist ein Fernkämpfer, ein Bogen... Aber sag mal, was ist denn das? Ist das jetzt hier schon weggesprengt? Ich kann das überhaupt nicht erkennen. Nein, das ist immer noch... Also, das ist der Hintergrund. Der Hintergrund kann mit weggesprengt werden, aber ich kann ja nicht drauf laufen. Das ist also beschissen dargestellt, wenn ich das mal in dieser Deutlichkeit sagen darf. Ja, das ist ja völlig counterintuitiv.
Aber es stört dich jetzt nicht, wenn du die Bazooka Ruhe. Ja. Aber ich hätte nicht geschossen, wenn du mir das nicht gesagt hättest. Ja, es aussieht wie zerstörbare Grafik. Naja. Das soll, glaube ich, toll sein mit diesen mehreren Objekten. Nee, das ist echt ganz blöd gelöst. Ach, guck mal. Das, ja. Na gut, da kann ich mal den Chatpack zeigen. Ja, kleiner Tipp, wenn du immer sagst, wen du gerade spielst, weil es wird nur kurz angezeigt, dann wäre es noch spannender für mich und die Zuseher. Ach, wen spielst du denn da gerade so unfähig? Das sehen wir jetzt gleich. Ich weiß es nämlich gerade auch nicht. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Okay, ja. Das sehen wir eben nicht. Also immer sagen, wie man spielt, bitte. Natürlich. Ich habe es selbst nicht gesehen. das tut mir jetzt leid. Das macht nichts. Ich kenne sowieso niemanden aus Ultima, von daher ist es nicht so schlimm. Ja, nee, aber mich interessiert das sehr. Je nachdem, weißt du, wie ich da... Warum habe ich denn jetzt nicht weiterspielen dürfen? Du hast Fallschaden erlitten. Sobald du Schaden erleidest, darfst du nicht mehr weiterspielen. Ach so. Wie früher. Das okay, hat sich jetzt nichts bewegen. Achtung, Tim Groß. Das steht da immer sehr groß. Der hat noch 10 dran. Leben und hängt jetzt hier natürlich fest. Da musst du jetzt einen Doppelsprung machen, oder? Na, selbst Wasser, damit komme ich nicht. Wasser gab es früher nicht. Gell? Wasser macht dich auch langsamer und wie gesagt, du kannst ertrinken. Aha. Aber dafür kann ich ja. Du nimmst jetzt noch jemanden mit? Nee, du nimmst jetzt so eine Leine. Ja. Das war... Ja, das war großartig. Ja, aber wir sehen uns nochmal. Komm nochmal ins Wasser, dann wirst du wenigstens sauber, bevor du stirbst. Ja, jetzt bin ich noch eine Mine, aber da ich ja Aufklärer bin, geht die Mine nicht hoch. Ach so, das ist gut zu wissen. Ja, aber... Ach, also die haben unterschiedliche Klassen oder was? Ja, es gibt den Wissenschaftler, das ist so ein komischer Breitkopf. Das Lord ist bei dir, glaube ich, YOLO. Und der heilt das gesamte Team, wenn er an der Runde ist. Das ist eine Brennenbombe oder Benzinbombe. Die kann ich Molotow fallen lassen oder? Das ist wie eine Granate zum Schmeißen, nur dass es halt einen Feuerteppich gibt. Feuerteppich. Feuerteppich. Was ich natürlich noch gar nicht weiß, ist, wie lange man da gedrückt halten muss und so. Aber im Zweifel war das jetzt genau war das daneben. War das zu weit? Fuck. Entschuldigung. Ja, Tim hat jetzt übrigens das Zeitliche gesehen. Ja, ich brauche da irgend so einen Flächenbrand da unten. Du stehst da. Ich bin Florian. Exponiert. Jetzt ist übrigens Florian an der Reihe. Gib Pfeffer. Ich versuche mich mal an. Ne, der braucht ja keine Lenkrakete für auch, oder? Da reicht die normale Bazooka. Redest du von Lord British, dem Herrscher von Britannia? Du kannst Lord British nichts tun. Der ist übrigens unbesiegbar. Hat man schon in frühen Ultimas schmerzlich erfahren, wenn man ihn angegriffen hat. Der ist unbesiegbar. Er lebt ja auch noch. Das war aber 40 Schaden. Ja, er lebt ja noch. Der wird sich übel rächen. Der holt den Guardian aus seinem Kristall. So. Aber sonst konnte man doch in Ultima damals jeden umbringen, oder? Katrina ist dran. Nee, das war teilweise schwierig. Lenk mich mal nicht ab hier. Achso. So, wie zoome ich ran? Mit dem rechten Trigger. Wie gut, dass das so langsam geht. Du kannst auch einmal drücken, dann ist es sofort nachher. Was ist denn das hier? Das ist ein Maschinengewehr, oder die Uzi beziehungsweise. Wie viel Schaden macht die ungefähr? Naja, pro Schuss 2, der trifft. Und ich muss wahrscheinlich gedrückt halten. Nee, das reicht einmal. Mit dem linken Stick kannst du dann genau. Ich kann nachjustieren, das war gut, oder? Aber nicht aber ich glaube, es hat nicht ganz gereicht, oder? Oh, aber 44. Beim nächsten Mal. Ja. Da ist der Avatar. Also das sieht man so schlecht. Ach, tust du dem Avatar tust du nichts. Nein, okay. Das ist ein netter Mensch. Aber was ist denn das da? Das ist eine Wasserbombe. Ach, und da ist, das hatte ich vorhin mal gebraucht von Lord British, diese Dynamitstange. So, und jetzt musst du halt nur noch rauskommen. Ob du dir da den richtigen Wurm rauskommst? Ja, aber es reicht noch. Ja, okay, ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Wow. Das ist auch nicht gut, dass die sich da so sammeln da unten. Nein, da geht es drauf. Oh, und die anderen, sehr schön. Mist. Das war übrigens der Martin, der das verursacht hat. Der Martin, okay. Ja, also nur, ich möchte es nur einfach so anmerken. Ja, Martin ist gerade irgendwie, kommt nie zu den Redcons. Und so, jetzt habe ich den Fetten hier. Die Maria. X war springen, gell? X war springen. Also, du hast dich jetzt natürlich schön eingebaut hier. Okay, aber dann werfe ich einfach eine Granate. Famous Last Words. Aber das kriegen wir schon hin. Ja. Ja, okay. Du kommst auf jeden Fall raus, also. Aber du bist tot. Nein, die Maria! Und die Katharina, ja. Okay, also, das hat jetzt meinen Vorsprung nicht zeitweise, hatte doch fast wieder aufgebraucht. Ja, wie war das, Jörg? Ich soll verlieren, aber nur ganz knapp, oder? Ja, jetzt haben wir es ausgemacht. Wenn du gewinnst, Poststelle. Ah ja, Poststelle, ja. Also, Besenkammer. Ja. Ja, die Besenkammer, die ist. Ja. Und wir haben viele Retro-Gamers zu verschicken, die sind schwer. Ah, 600 Gramm pro Hit. Ich kann sie natürlich auch persönlich zustellen. 670 sogar, glaube ich. Da kommst du nicht durch. Das ja, aber ich schieße mir langsam den Weg durch, weißt du? Und dann muss ich meine Würmer. Besser gut timen. Ja.
Ja, aber so, und ich bin jetzt als Dupré. Dupré ist ein Nahkämpfer. Ach, der wäre eigentlich da oben besser aufgehoben gewesen, denke ich mir gerade. Aber ja. Naja. Und haben wir irgendwas zum Nahkampf? Du hast einen Baseballschläger. Ja. Wo ist der? Ah. Unter der Flammenfaust. Da muss ich jetzt einfach hier... Einfach hin und zuhauen. Zack. Das sollte reichen. Ach so, und ich war jetzt wieder zu dicht dran und deswegen habe ich auch Schaden bekommen. Wie dumm von mir. Und jetzt vielleicht nochmal. Warst du nicht gestorben? Nein, ich habe noch 10 Leben. Das ist richtig. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Ich habe kein Jetpack mehr. Und dafür kann ich ja... Was ist das denn? Aquapack, dasselbe wie nur für Unterwasser. Ah. Ja, die Sachen rechts kenne ich so mal gar nicht. Das sind meistens eigentlich die Unterstützungs. Aber ich könnte ja einfach... Bitte bedenke, dass du mit Jörg Langer spielst. Ja, ich hoffe mal, die Bombe kommt durch. Was ist das denn? Ein Bankbuster? Ein Bankbuster. Um Gottes Willen! Ja, der hat ja gar nichts gemacht. 20 Schaden? Stimmt, ja. Das war es eher enttäuschend. Also wäre ich Jörg Langer und hätte die Waffe eingesetzt. So, aber können wir es mal endlich, auch mit diesem Fettsack hier, wir sind das Schamino, können wir es endlich mal diesen Benny Braun da in das Nirvana schicken? Benny, nicht persönlich nehmen. Nur weil du gerade Urlaub hast, habe ich natürlich nichts gegen dich. Überhaupt nichts. Ja. Achso, und jetzt bin ich wieder zu dicht dran wahrscheinlich. Ja, aber jetzt müsste eigentlich reichen, wird es ja, oder? Ja. Na, da, ich hab wieder. Du hast sogar noch einen Schuss, aber das wird dir nichts bringen, weil der ist zu langsam. Um noch. Wow. Ja. Irgendwie, also man muss es schon ein bisschen üben wieder, glaube ich. Ja. Naja. Aber immerhin, ich führe. Ja, der Fabian ist jetzt an der Reihe. Fabian ist sehr konfliktscheu, pazifistisch veranlagt und zurückhaltend. Und zurückhaltend? Nur der Fabian im Spiel. Und Fabian würde niemals... eine Brandbombe werfen und sich selber mitopfern? Vor allem Letzteres. Das würde Fabian wirklich nicht machen. Das stimmt wahrscheinlich, aber so. Ich habe genug Vorsprung, dass ich mir das erlauben kann. Iolo hat Zeit für einen weiteren Zug. Was heißt das? Naja, das sind einfach nur diese Spruchmeldungen, die am Anfang immer kommen. So als also, wie, hey ho, let's go. Und dieser Doppelsprung, weil ich muss jetzt mal langsam was gegen deine Truppe hier machen. So, jetzt, eine Physik gibt es auch, ablenken, nicht sehen. Ablenken, nicht ablenken. Den kann ich einfach fallen lassen, oder? Ja, doch. Und noch weggehen. Aber, ja. Du bist, das Dumme ist nur, dass du jetzt so weit gefallen bist, dass dein Kopf... Ja, aber hat sich gelohnt. Das war insgesamt sehr effektiv. Ja, der Florian kriegt jetzt keine Luft mehr. Ja. Das war also mit kalter Präzision den Florian ins Wasser geschoben. Er ist noch da. Aber ganz normal rausschießen geht. Also es wird nicht irgendwie, eigentlich würde das ja nur noch machen unter Wasser. Ja, toll. Willst du dich nach unten graben, um zu den Fischen zu kommen? Ja, ich finde die Fische sind nett. Also deine Spielweise hat bestimmt eine taktische Hintergedankenkonstruktion, aber eine, die sich mir noch nicht erschließen mag. Ja. So, es ist Zeit für Joffrey. Fabian den Rest zu geben. Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man so in der Nähe steht. Jetzt versuche ich mal, was versuche ich denn? Werf doch einfach eine Granate runter. Die mich wahrscheinlich... selber umbringt, aber. Ja, aber das sieht man echt ein bisschen schlecht alles. Das ist natürlich auch meine mangelnde Übung. Ah, das ist doch perfekt exekutiert in jeder Beziehung. Aber bye, bye. Ja, schade. Oh, was machen wir jetzt eigentlich mit weiteren Änderungen auf der Webseite, wenn es Fabian nicht mehr gibt? Das war's. Innovationsstopp. Tut mir leid. So, der wird wen spielst du gerade? Ach Mensch, das habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber es müsste jemand Dickes sein. Nein. Das heißt ja bei uns nichts. Jemand Dickes sein. Jetzt gucken wir mal, wer das war. Wir können ja einfach ausschließen, wer noch hier, wer schon tot ist und wer da. Ich weiß es nicht. Aber der Lord British. Jemand Dickes sein. Willst du auch noch was machen mit deinem Dickerchen? Ja, ich hatte mir überlegt. Schnell noch eine. Also, Versuche einfach mal los. Wieder der Hintergrundgrafik gezeigt hast. Ja, Martin, der kleine Fettsack. Martin ist überhaupt nicht dick, sehr durchtrainiert. Ja. Schlank. Eher Essprobleme, würde ich mal so aus der Ferne diagnostizieren. Ja, aber so Ferndiagnosen sind immer riskant. Genau. So, das ist eine Brandbombe, du weißt, dass du nach oben werfen nicht so. Keine Angst, ich wollte meine. Am liebsten nehme ich die Bazooka, da weiß man, was man hat. Weiß man, was man hat. Die gibt es auch seit dem ersten Teil von daher. Die Steuerung ist so ein bisschen komisch. Die ist nicht gerade ganz beim nach perfekt, oben schießen. Viel schlimmer ist, wenn du. Viel schlimmer ist. Eigentlich reichen. Interessant. Wurde hingeflogen. Welches Käseloch war da? Aber ich konnte ich hätte wahrscheinlich nach links laufen müssen, mich wieder drehen oder so ein Blödsinn. Ja, also den spielst du gerade?
Jetzt spiele ich den. Ja, meine Güte, das ist der Florian, oder? Nein, der Florian ist da. Da. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal die Uzi nehmen. Und dem YOLO den Rest geben. Na, der fliegt doch eh nach hinten und dann ist er nämlich außer deiner Reichweite. Ja, ja, Julian. Das habe ich selbst gespielt. Das ist übrigens selbst gespielt. Ja. Ja. Ich glaube, wenn man einfach mal guckt, dann kann man dann erkennen, wie man spielt. So, Herr Minke. Heißt es, ja, stimmt, eigentlich komme ich immer so in die Redaktion. Ich komme da überhaupt nicht raus. Ich verstehe das nicht. Was, der Dicke ist auf dir drauf. Der Dicke ist auf mir drauf. Ja, da kommst du jetzt aber auch nur noch mit dem Jetpack oder mit dem Ninja Sai raus. Jetpack habe ich noch nicht benutzt, aber jetzt wird es ein bisschen knapp werden, oder? Ist das das hier? Ja. Und jetzt A drücken? Und mit dem linken Stick einfach drauf losfliegen. Wenn du übrigens wieder aussteigen willst, musst du A drücken, oder? Oder du? Danke, dass du mir so frühzeitig sagst, wie ich das wieder beenden kann. Aber ich glaube, ich habe dir zumindest wieder auf den Kopf gesprochen oder sowas. Ja. So. Also, Achtung. Jetzt spiele ich übrigens dich. Ja. Möchte ich anmerken. Ich glaube, du klickst einfach zu schnell. Darum sieht man das nie. Das kann sein. Vielleicht kannst ich bin sehr ungeduldig. Genau. Ja. Aber ich glaube, der YOLO hat jetzt sein letztes Stündlein geschlagen. Nicht? 35, also wenn Bazooka so genau trifft, das ist ein bisschen lächerlich. Aber der Jörg Langer hat viel zu viele Lebenspunkte. Irgendwas gefällt mir daran nicht. So, jetzt Dickerchen Famino, zeig's uns. Ja. Hier ist noch kein Durchgang, nee, oder? Das habe ich ja vorhin versucht durchzuschließen, aber das hat nicht ganz gereicht. So, ich glaube, es dir irgendwo ist, wo er effektiv wird. Blitzschlag hast du jetzt. Das ist übrigens ganz lustig, Blitzschlag. Das ist eine Wolke. Halt, ich mache was anderes. Halt. Oh. Ich werfe eine Granate. Ich bin nämlich der beste lebende Granatenwerfer diesseits der Weißwurstgrenze. So. Ja. Und wie man sieht, ich wollte das Spiel gezielt schwerer machen für mich und habe deshalb auf den Joffrey geworfen. Ah. Einfach, um es auszugleichen. Guck mal, oh, ich stehe ja ganz schön schlecht da. Nee, es geht eigentlich nicht. Nee, ich habe nur noch 4 Würmer, die kaum noch leben und du hast 3 mit Hitpoints. Das ist übrigens Martin. Das, okay, Martin Lissicki, ja. Ja. Ich kann ja auch mal einfach aus Spaß, weil ich es kann. Naja, nicht aus Spaß, du sollst schon gewinnen. Gib alles. Okay, warte. Denk an die Poststelle und gib alles. Okay. Versuch mich zu schlagen, als gäbe es überhaupt keine Repressionsmöglichkeiten in deine Richtung. So, das fließt jetzt eben nach unten zum Lord British und. Ah! Und dich selbst hast du aber auch jetzt dem Erstickungserfrieden. Ja, der war sowieso schon im Wasser, da ist egal, ob noch ein bisschen mehr rauskommt. Also, wenn ich es richtig sehe. Muss ich jetzt mit Iolo mal... Ah, der Jörg ist da unten. Oh, der ertrinkt. Okay. Ich kenne es halt doch noch nicht so gut, nicht? Was ist das denn zum Beispiel? Das ist eine Clusterbombe, eine Granate, die aber danach noch mehrere. Ich mache jetzt mal endlich... Den Julian platt. Okay. Aber du hast jetzt eine Lenkrakete bekommen. Ach Gott, ja. Okay. Ich sag dazu nichts. Habe ich noch irgendwen? Noch 3? Noch Dupré, Shamino und noch British. Ich spiele jetzt mich wieder selbst. Wir spielen schon seit 13 Minuten, gell? Jemine, da müssen wir uns mal beeilen. Nein, nicht den Lord British. Wer soll in Britannia regieren? Obwohl ich in Ultima 9 denke, mach ihn fertig, den British. Töte ihn. Oh, Achtung, nicht, dass du mich verletzt, also den Jörg. Nee, das war 1A gezielt. Ja, aber? Der ist tot. Der ist tot? Aber, hoffentlich sprengt er dich noch ein bisschen. Nee, macht noch. Also ich sehe ja hier keine großen Möglichkeiten mehr. Du hast noch ein Zehntel Soldaten ungefähr. Aber jetzt wird's der British richten. Ach, der ist auch im Wasser schon. Gluck, gluck. Ich sehe das nicht. Ich sehe es nicht. Diese Grafik ist so ein Scheiß. Man denkt die ganze Zeit, man kann da laufen. Das ist doch der hinterletzte Dreck. Was willst du in dem Mistteil geben? Habe ich noch nicht so genau überlegt. Das aber war die richtige Antwort. Habe ich noch nicht ganz genau raus. Ja, mal ernsthaft. Aber ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Ist auf allen Karten so, dass man es echt nicht sieht? Also ich finde, es ist insgesamt schwer zu erkennen, ja. Dazu kommt für mich auch die Steuerung, die nicht ganz optimal ist. Es gibt viele Clipping-Fehler, man bleibt mal so hängen. So ein Mist, so ein dreckiger. Und man sprengt sich auch viel zu oft selbst. War das Absicht?
Nee, ich dachte eigentlich, wolltest du meinen Punkt unterstreichen? Ja. Hast du es wirklich nicht gesehen? Nee, ich habe es nicht ganz gesehen, dass da wirklich noch eine Kante war. Was kann ich denn jetzt gegen den Julian Minke machen? Ich bin jetzt hier schon gescheitert, weil ich auch... Du hast noch die Clusterbombe, du hast noch diese Bunkerbombe. Du könntest natürlich die Bunkerbombe da durchschmeißen. Okay. Aber dafür stehst du jetzt dafür selbst... Dafür stehe ich jetzt nicht so gut. Nee, ich muss hier mal... es verwirrt mich alles. Ich muss mal jetzt hier mit konventionell... Ist das jetzt hier etwas, gegen das ich schieße oder nicht? Ja, das ist... Ich weiß es nicht. Mir ist es jetzt egal. Ich sage nein. Ich sage ja. Und schieße Wobei, jetzt. Wobei, nein, das stimmt eigentlich. Nee, das müsste eigentlich... Und schieße jetzt. Drutsch gleich ab. Pass auf. Das war gut. Ich glaube, das... Wow! Aber ich bin nicht darunter, ja? Oh. Also der Jörg. Der ist da links. Dann war es nicht so gut. Ich dachte nämlich auch zuerst, dass ich darunter sei. Ja, ja. Aber von der Idee gar nicht schlecht. Die Idee war gut. Ja. Wen spielst du? Ich spiele den Martin. Den Martin. Und der macht jetzt mal die Lenkrakete. Genau, mach mal die Lenkrakete. Da kann man sich oft sehr peinlich differenzieren vom Rest der Welt. Ah! Ja, zum Beispiel so. Ey, das sind jetzt so deine kleinen Handicaps, die du mir schenken möchtest. Na, natürlich. Die Besenkammer macht Lord Angst. British wird demnächst... okay, aber jetzt... Also hierüber kann ich doch einfach klare Linie feuern. Und wenn ich voll treffe... Man muss aufpassen. Na, ah, oh. Ja. Yeah. Oh, also was, wenn, was dich hier, wenn du dich wie, jetzt... Wie mache ich denn das? Ah, so mache ich das. Okay, du, alles geplant. Alles geplant, okay. Alles geplant. Okay. Alles geplant. Jetzt bin ich gespannt, ob der Julian das überlebt. Ja, er hat noch 35 bekommen aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund. Ja. Ach ja. Hm. Aber der Brite steht jetzt so ein bisschen am Abgrund. Selbst ein Anfänger würde es jetzt... Für dich ist es zu einfach, der ist zu Ja, klein, ich mache jetzt erstmal Schamino. Komm erst ich mal. Nee, wenn du gegen den schießt, fliegt er wahrscheinlich rein. Dann hast du wahrscheinlich zwei Avatare mit einer Klappe oder so. Ja! Was bitte sollte denn das, Julian? Ich wollte dich in Willst dieses du Loch mein Leiden British verlängern? Schicken. So, Schamino. Du hast mal was von Chat-Rucksack gesagt, den habe ich nicht mehr, okay. Nee, den hast du verbraucht. Du hast gerade eine Granate ausgehört. Also du kannst auch die Ulti. Ich vergesse immer wieder, wenn man selbst Schaden bekommt. Aber immerhin ist der Jörg tot. Und nimmt... Okay, Chefredakteur gesucht. Anmeldung bitte an worms@gamersglobal.info.cn.net. Ja. So, der Martin. Aber sehe ich es richtig? Und ich habe mich ins Spiel zurückgebracht mit dieser genialen Aktion und du hast nur noch dich selbst. Ich habe nur noch die beiden. Ich habe noch Martin. Das, wo ist... Ach, der steht da hinten. Der ist da oben. Aber der ersäuft demnächst, oder? Nee, der hat noch ganz viel Leben. Der hat noch 70. Ah, schlecht. Okay, aber was mache ich denn jetzt? Aber wir geben es uns ja jetzt schon hier lange und einschläfernd, oder? Ich glaube ja, aber... Pass mal auf. Nein! Ach ja, hier, du lachst, aber da... Ach, Mann. Das finde ich jetzt ein Skandal, dass da überhaupt Hitpoints angerichtet wurden. So, jetzt zernichte ich dich mit einem weiteren Bazooka-Schlag. Ich fühle mich halt... auch einen Luftangriff. Ja, ich fühle mich Du fühlst aber, dich da unten ein bisschen unwohl, oder? Ich fühle mich da bei allem relativ unwohl, was ich nicht kenne. Und darum... Und darum... Ja. Ah, ja. So, jetzt darf ich mich selber wieder verkörpern und Der Lord British, der ist jetzt eigentlich mal. Also der Lord British ist jetzt fertig. Tut mir leid, aber. Ich glaube, der muss nur noch hinpusten. Ja, das war's dann wohl. Ja. Bye, bye, Britannia. Aber der Schamino ist ja noch da. Okay, gibt es irgendwas Sinnvolles, was ich mit dem machen kann, damit er nicht ersäuft? Ja, ich links, finde, da links oben ist... Ersaufen ist das denkbar schlechteste Ende. Also da müsstest du, nimmst du schon keinen Schaden mehr. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Was haben wir noch so an Lenkraketen? Die habe ich, glaube ich, noch nie eingesetzt. Wie benutze ich die ganz du, schnell? Du wählst jetzt das Ziel aus, das du haben willst? Ja, Martin Lissiki, A. Gehst mit dem rechten Stick wieder zurück zu Schamino. Ja. Und jetzt musst du halt die Rakete so feuern, dass sie da hinkommen kann. Okay. So etwa, oder? Ja, das war glaube ich. Ah, oh. Nein, fall doch runter, verdammt nochmal, was soll denn das? Du sollst doch einfach fallen. Ach, das war's dann wohl. Das war's wohl. Naja, aber jetzt hast du natürlich das Problem. Willst du wirklich deinem Chefredakteur, deinem Idol, dem Menschen, an den du mit grauen Nachts vorm Einschlafen denkst, wirklich seine finale Niederlage zufügen? Ich lade einfach mal die Bazooka auf. Ich wäre da. Er macht es wirklich. Ja.
Okay. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich fantastisch geschlagen. Und jetzt mal im Ernst, ich habe da jetzt ziemlich rumgebrüllt, aber also ich hatte echte Probleme zu unterscheiden, ja, was Hintergrund ist und was Vordergrund. Das wäre jetzt so von meinem 20-Minuten-Eindruck mein Hauptkritikpunkt. Ansonsten, das macht Spaß wie eh und je. Das ist das Worms, ja. Man darf bestimmt nicht solo spielen, aber in dem Rematch, das wir nicht aufnehmen werden, weil ja, es zu peinlich für Julian wird, ja, werde ich sicherlich mich besser schlagen. Okay, dann lassen wir es doch mal bei diesem Fazit.